Abenteuer nun definitiv gestartet. Wir sind jetzt seit 24 Stunden unterwegs, aktuell gerade südlich von Clermont-Ferrand in Frankreich auf einem kleinen Stellplatz. Machen es uns hier gemütlich, grooven uns ein bisschen ein, testen alles, was wir dabei haben. Dann geht es weiter Richtung Pyrenäen und dann freue ich mich ganz, ganz doll auf Spanien. Es regnet, aber genau deswegen fahren wir jetzt nach Spanien, in der Hoffnung, dass dort schönes, warmes, trockenes Spätsommerwetter herrscht. Wir haben die Schweiz über La Chaux-de-Fonds-le-Locle verlassen, sind dann nach Clermont-Ferrand gefahren, runter nach Toulouse, dann Po über den Col de Portale und jetzt sind wir schon in Spanien, inmitten der wunderschönen Pyrenäen. Eine bitterkalte Nacht, also jedenfalls für mich bitterkalt. Ich denke, es war so um die 7 Grad. Das Wetter will es nochmal wissen, bevor wir dann die heißen Temperaturen Afrikas zu spüren bekommen, musste ich nochmal alles anziehen, was ich mit dabei hatte. In Frankreich verbrachten wir die Nächte auf Wohnmobilstellplätzen. Also auf kleinen Stellplätzen bei Gemeinden, die waren auch immer kostenlos. Da hat es Wasser, meist sogar Toiletten, die nicht ganz sauber, aber völlig brauchbar waren. Und da lernten wir auch immer wieder nette Franzosen kennen und dann hat man da ein bisschen über Gott und die Welt geplaudert. Wir lassen nun die Pyrenäen hinter uns und fahren zur Halbwüste Bardenas Reales, südlich von Pamplona. Und dort wollen wir uns schon ein bisschen Wüstenfeeling holen, bevor es dann irgendwie weitergeht Richtung Madrid und dort dann immer gegen Süden an die Küste, wo wir dann etwa in 2 Wochen die Fähre nach Marokko nehmen werden. Wir sind erstaunlich stressfrei auf die Reise gestartet. Normalerweise liegt bei uns zu Beginn einer Reise, eines Urlaubes, immer eine gewisse Spannung in der Luft. Wohl daran geschuldet, dass der Schritt vom Arbeits- in den Overlanding-Alltag ziemlich groß ist. Die Stimmung im Auto ist gelöst und mit jedem Fahrkilometer lassen wir den Arbeitsalltag mit all seinen Terminen hinter uns. Es fühlt sich sehr gut an. In Spanien ist Freistehen kein Problem und wir finden jeweils ziemlich rasch tolle Übernachtungsplätze.
Wir lassen es uns gut gehen und genießen die Familienzeit. Bardenas Reales ist ein Naturpark in der Region Navarra und besticht durch seine bizarren Lehmformationen. Wir durchfahren den Park von Nord nach Süd und haben so etwas mehr von der grandiosen Landschaft, da die meisten Fahrzeuge von Süden herkommend unterwegs sind. Spanien ist viel mehr als bloß Meer und so stehen wir hier inmitten einer sehr großen Wildnis, ca. 100 Kilometer vor Madrid. Dies hat uns dazu inspiriert, dass wir nun die 600 Kilometer von Madrid bis runter ans Meer, an die Küste, auf möglichst vielen unbefestigten Straßen hinter uns bringen wollen. Wir sind sehr gespannt, ob wir das schaffen. Mehr dazu in der nächsten Folge von Fernfahren. Schön, bist du mit dabei.